Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Elex 2. Was haben wir hier? Betreten verboten. Unbefugter Zutritt ausdrücklich untersagt. Die Einnahme etwaiger Güter wird strikt gehandelt. Das ist ja schon... Da werde ich ja schon gezwungen zu hier. Danke. Nice. Titi. Ich behalte dich besser im Auge. Was willst du eigentlich von mir, ey? Lass mich in Ruhe. Hast du dich verlaufen? Ja, ja. Und wir hatten hier doch noch eigentlich eine Quest mit den Kindern, oder? Ey, hi, Hank. Im Tauschhandel liegt die Zukunft. Da ist immer noch nichts für mich. Wow. Was wollten wir heute machen? Stimmt, ich wollte, habe mich vorgenommen. Wir haben ja jetzt relativ viele Punkte. Wir sind tot. Stell ja keinen Mist an. Also, wir haben ja jetzt genug Attributspunkte. Wir können rein theoretisch anfangen. Das Hacken zu lernen und dann im Prinzip Red fertig zu beklauen. Dafür müssen wir nur... Nee, das war hier rechts hinten. Irgendwo hier war doch der Eingang in... Nee, bescheuert. Ja, hier. So. Hi. Was? Bist du in den Diebstahl von Ivans Proviantlieferung verwickelt? Ich nehme mal an, du redest von den Gewürzen und Konserven, die bei Chloe eingelagert waren. Genau die meine ich. Nun, da wir hier unten nichts anbauen können, müssen wir oben von Zeit zu Zeit ein paar Teller leeren. Das verstehst du sicher. Ja, ja. Natürlich, ich war nur neugierig. Dann hoffe ich, ich konnte dir die Antwort liefern, nach der du verlangt hast. Immer. Nimm das. Sollst ja deinen fairen Anteil bekommen. Ja, will ich auch hoffen, echt. Danke. Hier. Hacken. Haben wir schon Stufe 2? Echt? Wann? Wann? Ja, dann können wir das ja machen. Das haben wir ja schon gelernt. Hey, ich kann mich am besten will nicht daran erinnern, dass wir Hacken Stufe 2 gelernt haben. Auch von mir aus. Ich würde die gerne wieder schließen. So. So, Red, willkommen zu dir. Der Bunker des Dukes. Kluge Entscheidung, Junge. Du hast hier... Mach das ja nicht nochmal! Du hast hier... Mach das ja nicht nochmal! Du hast hier nichts verloren. Ja, ja, ja. Gehst oder ich zwing dich. Mach das ja nicht nochmal. Mach das ja nicht nochmal.
Ich glaube, wir müssen das wieder nachts machen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Ich glaube ja. Haben wir irgendwo ein Bett? Hi. Ich bin für die Ja. Na gut. Danke. So, jetzt gucken wir noch mal, ob wir es dieses Mal hinkriegen. Was schleichst du hier herum? Mach das ja nicht noch mal! Ja, verpiss dich einfach. Jetzt ist die Chance. Alter, Nyra, du bist jetzt jedes Mal weg. Mach ja nicht nochmal. Ja, verpiss dich einfach. Ja, verpiss dich einfach. Rückenprobleme. Schlechter Zeitpunkt. Mach dich vom Acker! Nicht gleich verschwunden bist. Ja, verpiss dich einfach. Mann, was sind deren Probleme eigentlich? Die sollten eigentlich beide mich gar nicht sehen, wenn ich mich jetzt hier so durchschleiche. Was ist das für eine Logik? Mach dich vom Acker. Ja nicht nochmal. Was ist das für eine Logik? Rückenprobleme. Ja. Sie haben mich nicht gesehen, ich glaub's nicht. Okay, hacken. Diesmal sind wir gut genug, sehr gut. Fünf ist kleiner als sieben, sieben ist kleiner als acht und acht ist kleiner als ist größer als vier. Okay, vier, neun, sechs, drei. Das war nichts. Was war's nochmal? 4, 7, 8, 3, 2, 1. Geht doch. Amazid, Elex. Blutverträge und erledigt. Gelberstein. Sonst war hier nichts mehr Interessantes, glaube ich, gell? Dann gehen wir wieder raus. Ciao. Schön. Ja, komischerweise gab es damit keinen Düdüdüm. Weißt du, was ich meine? Nee, ist mir jetzt zu viel. Danke. Zu einfach. Solche Waffen nehme ich gerne an. Das auch. Zu einfach. Gut zum Schmieden. Kann man die noch mal beklauen? Aufmerksam im Schlafheim. Ups. Ein Dieb! Suchst du was? Nein, alles gut. Bin schon weg. Zu einfach. Zu einfach.
Ja, wenn ich schon dabei bin, kann ich doch hier ein bisschen die Leute beklauen. So ist es ja jetzt nicht, oder? Bessere Waffen gleich bessere Waffen. Was machst denn du hier? Ach, Ivan! Mann, tut es gut, dich zu sehen. Hi, alles klar mit dir? Die Flucht aus der Grotte war wirklich ein Abenteuer, das ich gern mit dir geteilt hätte. Aber ich war in guter Begleitung. Freut mich auch, dich zu sehen. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Einen Moment. Guck mal, wer uns besucht. Erinnerst du dich? Ich hab dir von ihm erzählt. Na komm schon, er ist unser Freund. Tamara! Meine Tochter hat ihren eigenen Kopf. Tut mir leid. Sie hatte kaum Kontakt zu anderen Menschen. Aus Angst vor den Resistenten haben wir sie in der Grotte unter einer Bodenklappe versteckt. Oha. Aber sie taut schon noch auf, da mache ich mir keine Sorgen. In jedem Fall läuft bei mir alles wie gehabt. Wenn du etwas brauchst, frag mich einfach. Woher hast du die Ware? Da muss ich mich bei Chloe bedanken. Sie hat alles in ihrer Macht Stehende getan, damit wir über die Runden kommen. Voll nett von ihr. Vieles von dem, was ich dir anbiete, hat man uns auf ihre Anweisung hin zur Verfügung gestellt. So einen Zusammenhalt findest du unter den Morkons nicht. Obwohl sie dich gehasst haben. Aber genug von der Vergangenheit. Meine Familie ist sicher. Das zählt. Ich bin froh, dass ihr unbeschadet hier angekommen seid. Ach, selbstredend. Wenn jemand meiner Familie zu nahe kommt, krempel ich die Ärmel hoch und verpasse ihm was. Beschweren können wir uns nicht. Wir sind gut versorgt. Ja. Wenn ihr was braucht, ruft mich einfach. Danke, aber das wird hoffentlich nicht nötig sein. Wenn mir noch ein offenes Wort gestattet ist, mach's nie wie ich und setz das Leben deiner Liebsten aufs Spiel. Eine Lektion, die ich jetzt begriffen habe. Ciao. Cool. Fand ich eine gute Sache. Ich habe gehört, mit denen sollte man sich nicht anlegen. Spar dir das Geschleiche, wenn du keinen Ärger willst. Ich habe das schon mal gehört. Wer zu viel schwitzt, fängt an zu stinken. Wer zu viel schwitzt, fängt an zu stinken. Erstmal Kinder beklauen. Zu einfach. Ich fühle mich ja fast schlecht. Zu einfach. Alter, fühle ich mich gerade schlecht. Oh mein Gott, fühle ich mich schlecht. Zu einfach. Das ist ja mies, ein Kind mit Lolli zu klauen. Oh, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich bin schon ein Monster. Einfach mal die armen Kinder beklaut. Warum liegt hier Eisenerz? Warum liegt hier Stroh? So, wo waren wir? Wo waren wir? Ich glaube, hier drin war ich noch nicht. Das sieht aus wie ein wundervoller Lootplatz. Nur mal kurz klauen. Muss ja irgendwie wieder Geld machen, Leute. Ah, schön, ein paar Pokale. Immer wundervoll, immer wundervoll. Knoblauch. Nein, nicht kochen. Becher. Wer das Elixier nicht ehrt, ist den Lernpunkt nicht wert. Und sogar ein Kartenstück liegt hier drin. Was? Sieh mal einer an, wenn du das nicht... Komm, was? Wie unerwartet eigentlich, weil das halt jetzt nicht so ein markanter Platz ist. Was sind wir hier überhaupt? Zu einfach. Ja, finde ich auch. Gedanken eines Outlaws. Dass wir uns einmal mit den Berserkern verstehen, hätte auch keiner gedacht. Vor ein paar Jahren waren es die letzten Hinterwäldler und jetzt akzeptieren sie sogar unsere Wummen. Ein Glück. Nur mit Schwert und Bogen kämpfen wäre mir zu trostlos. Wo bleibt denn da noch der Spaß?
Ich muss aber zugeben, dass die Berserker was auf den Kasten haben, kümmern sich ein bisschen um die Natur und sieht es nicht mehr ganz so scheiße aus. Die Wüste war damals echt trist. Wenn ich meine Jungs versuche zu erklären, dass es hier gar nicht so übel ist, verpassen die mir einen Einlauf. Manche brauchen einfach länger, bis sie kapieren, dass dieser Lebensstil für einen gut sein kann. Ja, das stimmt wohl. Bisschen verwirrend, weil das neben der Frau liegt und das hat sich so, ne, so auf männermäßig geschrieben angehört, oder? Ist doch eine Truss. Ja. War ein bisschen strange, aber der Rest ist uns okay. Hier werdet ihr übrigens auch beklaut, so wie bei den Outlaws. Das hat sich bis jetzt nicht geändert. Da ist ein Tresor. Hacken. Den tun wir jetzt erstmal hacken. 4, 5, 6, 2, 0. 4, 6, 9, 7. Nee, das geht nicht. 4, 7, 6, 9. 4, 7, 5, 9. Nicht 9. 6. Geht doch. Geht doch. Danke. So, restlos geplündert. Aber wirklich restlos. Die Luke? Die Luke? Ah, hier. Speichern. Moment mal. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Sieht so aus. Ach du Scheiße. Du bist ein Teufelskerl, weißt du das? Ich kann es gar nicht fassen. Ich muss mich erst mal setzen. What the fuck? Lass die arme Frau mal hinsetzen, die ist, glaube ich, durch. Die ist echt durch. Du bist echt der Kracher. Und jetzt stehst du wieder. Ich weiß. So schwer war es nicht. Das glaubt dir doch kein Toter. Ich hoffe, das hier ist angemessen für deine Hilfe. Nein. Ich werde mir den Kram jetzt mal genauer ansehen. Ich denke, das war's für dich. Du hast alles erledigt, was wir erreichen wollten. Du hast unser Netzwerk erweitert, uns Druckmittel und Finanzen verschafft, sogar die Berserker an ihrer Expansion behindert. Wenn wir jemals noch etwas von dir brauchen, komme ich auf dich zu. Ansonsten, danke für alles. Alles wird gut. Die ist echt ganz aufs Mäuschen, ey. Haben wir hier noch was in meiner Truhe? Belohnungstruhe leer, wow. Zu einfach. Ja, ich nehme jetzt das Zeug. Was sagst du dazu? Danke nochmal für alles. Du bist ein wahrer Held der Krallen. Ja, ja. Klauen hätte ich gern. Der Chance wäre es um 25% gesunken und um nochmal 50%. Das finde ich eigentlich ganz cool. Schlangenzunge, die Attributsverlust für Dialoge werden um 10% gesenkt. Das finde ich ganz nice auch. Zahle weniger für deine Verbrechen, unnötig. Gut, das ist auch erledigt. War ein bisschen short, die Story, aber... Nein. So. Schön. Ja, wir können jetzt mal nachfragen, was Wetzo dazu zu sagen hat, groß, aber sonst? Die Wettkämpfe, ja, das sind die beiden Wettkämpfe noch. Der Unhold, das ist noch zu hart.
Ich bin im Vorhinein namens Horges. Ja, das ist klar. Die Waffe des Künstlers. Ja, das erledigt sich auch beides. Und der Unhold hier jetzt noch. Wenn ich den Outlaws beitreten, muss ich Berserker oder Morikons infiltrieren, den Rang eines Kriegs oder Vandalen erreichen und das Vertrauen seiner Leute gewinnen. Hector sagte sich ihren Leuten bla. Nero setzt von Zeit zu Kaffeeger. Ja, das ist das. Ignaton. Ja, okay, dann haben wir eigentlich alle, größtenteils alle Quests fertig. Fox ist ein starker Krieger, der sogar unambitioniert. Er wäre ein geeigneter Waffengefährte und könnte ihm beim Sache. Ja, stimmt. Hä, haben wir den nicht schon? Haben wir den noch nicht rekrutiert? Doch, wir müssen nochmal mit dem reden. Komm, wir reden mal mit Gronkh. Mal sehen, was Gronkh dazu zu sagen hat. Gronkh? Ich habe mit Kaya gesprochen. Sie wird sich um dein Problem im Fort kümmern. Allerdings wirst du erst einmal bei uns in der Bastion bleiben, bis die Dinge geklärt sind. Ja, aber sicher doch. Dann komme ich wenigstens mal ein wenig in der Gegend herum, was? Ah, mit Sicherheit ein besserer Job, als im Fort die Putze zu machen. Okay, dann... Ich muss dir aber gestehen, dass ich mit meiner neu erworbenen Freiheit noch das ein oder andere ausprobieren möchte. Ausprobieren? Naja, wie soll ich das sagen? Mir sind da so ein paar Dinge um meine hübschen Öhrchen geflogen. Nix Wildes, nur ein paar Unannehmlichkeiten, bei denen ich, sagen wir, latent beteiligt war. Herr Führer, du hast Mist gebaut und willst die Gelegenheit hier draußen nutzen, um sie wieder gut... Ja. Du hast Mist gebaut und willst die Gelegenheit hier draußen nutzen, um sie wieder gerade zu biegen. Wenn du das so sagst, dann hört sich das so hässlich an. Nennen wir das Ganze doch einfach Außendienst. Das klingt irgendwie schöner, findest du nicht? Jawohl. Und ganz nebenbei, ich könnte eventuell deine Hilfe dabei gut gebrauchen. Ich meine, ich kämpfe für dich und du kämpfst für mich. Darum geht es doch bei Waffengefährten, oder? Ja, schon. Ja, schon, aber... Was genau hast du denn vor? Es gibt da den einen oder anderen Trupp der Alps, der durch Tavar zieht. Kommt ja schon mal vor. Und rein zufällig könnte es ja sein, dass ich gerade zu der Zeit den Wachdienst über eins unserer Setzlingfelder hatte. Und noch viel hypothetischer besteht ja die Möglichkeit, dass einer dieser Trupps einen der Setzlinge erbeutet und außer Landes verschleppt hat. Ich weiß zufällig, wo diese Alps jetzt sind. Du hast dir einen Setzling von den Alps klauen lassen. Du bist immer so unentspannt in deiner Wortwahl. Wo sind diese Alps, die angeblich dein Setzling haben? Wir holen dir das Ding zurück. Alles klärchen. Wir müssen auch nicht weit. Es ist... Nein! Nein, ich wollte das doch gar nicht! Da drüben sind die Jungs. Ich fürchte, sie kriegen das große Brennen unter ihren Hauben, wenn sie uns sehen. Oh mein Gott, das wollte ich doch alles nicht. Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Also sind wir besser vorsichtig. Wir bringen sie um. Ah, mein Kopf. Es ist so, als würde eine innere Stimme mir sagen, was ich tun soll. Ich darf nicht darauf hören. Was? Los mit denen, Alter. Was? Voll am Ausrasten. Ciao. Außendienst. Geh mal bloß weg mit deinem blöden Scheiß. Geschoss dir mal die Blatt. Vielleicht hilft es ja, wenn ich laut Alarm rufe. Sei ruhig. Wir klären das schon.
Mann, ey. Die Kettenblitze sind super unangenehm, muss ich mal sagen. So. Was soll dieses Verhalten? Unterlass das gefälligst. So. Ich töte ja ungern. Ne? Alps, aber. XP ist XP. Und Quest ist Quest. Pokal. Oh Mann, ich wollte mich anschlagen. Nice, ein Agentenschwert noch mal zu kriegen. Ach, das Ding müssen wir nehmen. Alpschild? Ne, ist ein Alpschild. What? Geil. Irgendwie hat's was. Sah cool aus. Den Treibstoff nehmen wir hier natürlich mit. Gar keine Frage. Hallo. Oh. Es geht los. Ein Trooper. Gib mir deine Waffe. Dann halt nicht. Muss das jetzt sein? Sieht ganz so aus, als wenn du deinen Setzling abschreiben kannst. Sie hatten also wirklich keinen dabei, meinst du? Nein. Kein Setzling. Und du glaubst, dass er nicht doch noch irgendwo... Was an kein Setzling verstehst du nicht? Und ich dachte, damit könnte ich mich im Fort zumindest teilweise wieder rehabilitieren. Nein. Ach ja, dann mach du mal weiter. Ich denke noch mal ein wenig darüber nach. Alles klar. Mir fällt schon noch was anderes ein. Wir erfahren später noch, was mit ihm ist. So. Ich will meine Tussi zurück. Also bitte. Wo ist die? Wo ist die? Was macht die da hinten? Läuft die zurück, oder? Da oben. Das muss ich jetzt noch schon gucken, was die da hinten macht. Ist ja komplett unrealistisch. Okay, hier müsste sie sein. Hey! Wie sieht's aus? Ich wäre soweit, einige strategische Pläne der Morkons zu erbeuten. Deren zerstörerisches Potenzial könnte das Depot in Schutt und Asche legen. Okay. Das gilt es mit aller Macht zu verhindern. Okay. Es gibt weitaus Gewaltigeres, das uns alle bedroht. Die Angriffe der fremden Eindringlinge haben klare Strukturen und ihre Intentionen sind mehr als eindeutig. Doch die Falschheit und Unberechenbarkeit der freien Menschen ist für mich weitaus bedenklicher.
Die Morkons machen keinen Hehl daraus, dass sie destruktive Fanatiker sind. Das sollen wir alle glauben. Doch ich denke, da steckt noch mehr dahinter. Finden wir erst heraus. Mitkommen. Komm mit. Du hast doch schon einen Begleiter. Ciao. So, du gehst weg, du kommst wieder mit. Erst mache ich deine Mission fertig. Mitkommen. Das andere war außersehen. Naja, wir speichern jetzt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.